Hallo von mir und meiner extremst wilden Frisur heute. Ich wollte eigentlich nur ganz schnell das Intro für dieses Video aufnehmen. In diesem Video zeige ich euch unsere Ist-Ausstattung für Groot, unseren Hund, den wir bald bekommen. Und ich hoffe, dass ihr es spannend findet. Ich habe einfach ein paar Ausschnitte gedreht, in denen ich immer nach und nach gezeigt habe, was ich gekauft habe, beziehungsweise was wir gekauft haben. Und an was wir so gedacht haben, was wir vielleicht auch weggelassen haben. Und habe die zusammengeschnitten, einfach als kleines Gimmick, bevor ihr dann tatsächlich auch irgendwann Groot kennenlernen werdet. Und für alle, die es interessiert und vielleicht gerade in derselben Phase sind. Viel Spaß beim Anschauen. Wir haben heute Näpfe gekauft. In den weißen wird Wasser reinkommen und in den schwarzen wird Futter reinkommen. Und darunter kommt dann noch so eine Napfunterlage, damit da auch nicht schlimm ist, wenn was daneben geht. Wir haben schon ein paar Sachen bestellt, die werde ich euch dann auch alle nach und nach zeigen. So, inzwischen sieht es hier übrigens schon mal so aus. Ich habe hier die Wand zugemacht mit einem recht stabilen Karton. Hoffe natürlich auch, dass der ganz bleibt. Das werden wir dann natürlich erstmal beobachten. Hier sind jetzt jeweils die Seiten noch offen, die werden aber auch von mir zugemacht. Hier und vielleicht mache ich auch sogar hier ganz rum, damit hier hinten die Kabel auch sicher sind. Und auch die ganzen anderen Kabel in unserer Wohnung werden wir noch entsprechend hochverlegen, verarzten. Wir werden schauen, welche Pflanzen zu weit unten sind und generell noch alles wirklich final welpensicher machen. Das Puzzle bleibt ja auch nicht stehen, also keine Sorge, wir achten da wirklich penibelst drauf, dass hier alles sicher ist und er wird auch, wenn er zum Beispiel dann irgendwann das Alleinesein nach und nach kennenlernt, nicht sofort in der kompletten Wohnung rumlaufen können. Ich wollte euch eigentlich noch was zu Groots Körbchen erzählen. Und zwar ist dieses Körbchen abziehbar. Es hat einen abziehbaren Bezug, einen waschbaren Bezug. Den kann man dann einfach, wenn da mal irgendwas drauf passiert, in die Waschmaschine schmeißen. Das war mir super wichtig bei der Auswahl. Und ich bin bis jetzt, ich meine, er lag noch nicht drauf, aber ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Sieht jetzt auf dem Video kleiner aus, als es ist. Es wird später die perfekte Größe haben, für ihn dann in Endgröße. Groot wird auch bei uns aufs Sofa dürfen, aber nur bei Erlaubnis. Ich habe inzwischen auch hier unten schon alles weggeräumt. Hier standen normalerweise immer Tempo-Boxen rum und lagen Bücher und so. Und da unser Groot aber, was wir inzwischen auch schon wissen und mehrfach gesehen haben, gerne unter Dinge drunter krabbelt, habe ich mir überlegt, dass er vielleicht Spaß daran hat, sich in Welpengröße hier noch ein bisschen reinzulegen oder ab und zu mal da durchzuklettern oder so. Und deswegen habe ich das schon mal mit einem Teppich ausgestattet. Bei uns ist jetzt inzwischen Ostern vorbei und wir haben von unserer Familie auch ein bisschen was für unseren Hund geschenkt bekommen. Das wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. Einmal dieses wunderschöne Spielzeug hier. Kleiner Ball. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass unser Hund kein Balljunkie wird. Das ist wirklich ein Problem, was es teilweise bei Hunden gibt, aber austesten kann man es ja mal. Dann haben wir noch eine Leine bekommen, die im Dunkeln reflektiert. Ziemlich cool ist für den Anfang und vor allem auch fürs Nachts rausgehen, wenn wir natürlich noch die Stubenreinheit trainieren müssen. Damit werden wir ihn vermutlich auch abholen und für alle einfacheren Spaziergänge ist es auf jeden Fall ziemlich cool. Für längere Spaziergänge wird demnächst auch noch eine Crossbody-Leine kommen, die ein bisschen länger dann auch ist und natürlich auch noch eine Schleppleine. Dann haben wir auch noch so ein Tauspielzeug bekommen, was wir uns sowieso zulegen wollten, weil unser Familienhund das auch hat und das echt das allerbeste Spielzeug ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass hier keine Fäden rausgezogen und verschluckt werden. Aber wir werden unseren Hund sowieso nicht an alle Spielzeuge einfach frei ranlassen. Da schauen wir dann auch zu und passen ein bisschen auf beim Spielen, damit er dann auch nichts verschluckt oder so. Haben wir noch eine Bürste bekommen mit zwei Seiten. Müssen wir mal noch gucken,
ob die auch schon fürs Welpenfell geeignet ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die noch ein bisschen zu hart ist. Damit kann man dann auf jeden Fall später relativ gut vermutlich die Unterwolle rausholen und auch bürsten. So, heute haben wir noch Folgendes gekauft. Ein Vorratsglas, weil ich vorhabe, Leckerlis selbst zu machen fürs Training. Und die sollen dann hier reinkommen, damit sie möglichst lang frisch bleiben. Nächstes Update. Alle Sachen treffen jetzt hier peu à peu ein. Wir haben eine Babydecke bzw. eine bisschen gefütterte, plissierte Decke gekauft für unterwegs, die man auch gut in den Jutebeutel einfach einpacken kann, wo unser Hund dann entweder im Café oder auf harten Untergründen mal drauf liegen kann. Mit der Decke kann man, denke ich, einiges anfangen. Die Decke wird von mir bzw. von uns dann natürlich auch sehr positiv konnotiert werden. Der Hund soll die Decke als einen positiven Platz, einen Lieblingsplatz empfinden, auf den er dann an jedem Ort hoffentlich sehr gerne drauf geht und darauf Sicherheit und Ruhe empfinden kann. Und dann haben wir hier noch zwei weitere ganz, ganz simple Decken. Heute ist auch der Käfig angekommen. Ist ein ziemlich großer Käfig, weil der im besten Fall einfach sehr, sehr lange einen geschützten Raum für unseren Hund bieten soll. Auf jeden Fall für die ersten Monate soll das einfach ein Raum sein, in den er sich zurückziehen kann. Deswegen habe ich hier auch schon mal so ein bisschen abgedunkelt, in dem es gemütlich ist und in dem er einfach zur Ruhe finden kann und schlafen wird. Und da sind auch Griffe dabei, den kann man super praktisch zusammenfalten und dann ist er wie so eine große, sehr große Aktentasche und ihn theoretisch mitnehmen. Das ist unsere Leine. Also das wird so unsere Mainline für längere Spaziergänge werden, wo man mal die Hände frei haben möchte. Das ist nämlich auch eine Crossbody-Leine. Man kann sie aber auch ganz normal verwenden. Das hier ist der Heiko. Das ist Groots Kuscheltier. Haben wir extra ausgesucht, weil keine Kügelchen drin sind. Kein Quietscher. Das wird bei uns nicht ins Haus kommen. Gute Baumwolle, kein irgendwie synthetisches Plastikmaterial oder so. Das Top kann man sogar abnehmen und ja, wer weiß, wie er da drin rumzuppelt oder wie oft das abgeht, dann lässt man es vielleicht auch einfach aus. Wir fanden den echt süß und wir wollten, dass ein Kuscheltier für den Hund besteht und dann wird sich zeigen, ob er Kuscheltiere auseinanderreißt, wie mein Familienhund, oder ob er das tatsächlich so als sein Lieblingsobjekt akzeptiert, was natürlich unsere Wunschvorstellung wäre und das einfach nur zum Kuscheln hin und her trägt. Ja, wird man dann sehen. Wenn das eine kaputt geht, ist es dann im Endeffekt auch nicht so schlimm. Dann weiß man ja, dass man für die Zukunft keins mehr braucht. Und wenn es ganz bleibt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wir wollen, bevor er kommt, damit ganz, ganz viel kuscheln, dass es dann möglichst nach uns riecht und er das dann auch nachts mit in seinen Käfig nehmen kann und so. Dann haben wir noch diese zwei neuen Erwerbnisse. Das hier ist ein Dummy. Da kommen Leckerlis rein und dann machen wir damit Dummy-Training. Ja, das fand ich so als Grundausstattung erstmal ganz gut und dann wird sich zeigen, wie es performt, aber robust und es wirkt ziemlich gut. Und das hier sind Reisenäpfe. Das sind zwei Näpfe, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Der eine bisschen kleiner, der andere bisschen größer, weil wir ja auch des öfteren Mal irgendwie bei unseren Eltern sind oder so. Da nehmen wir dann die immer mit und füttern und geben Wasser da drin. Noch ein kleines Update für zwischendurch. Wir haben inzwischen eine Hundeschule für unseren Hund gefunden, weil wir auf jeden Fall direkt mit einer Welpengruppe beginnen möchten und danach dann natürlich auch mit einer Junghundegruppe beziehungsweise ihn in Richtung Begleithundeprüfung bringen möchten, so schnell es geht, beziehungsweise so schnell er das kann. Also wir werden unseren Hund jetzt natürlich nicht nach einem halben Jahr drängen und sagen, jetzt machst du die Begleithundeprüfung. Aber wir wollen ihn einfach optimal fördern, wir wollen ihn auslassen, wir möchten ihn sozialisieren, wir möchten ihn mit anderen Hunden bekannt machen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Im Juni geht's los. Das ist dann erstmal eine Welpengruppe, die aber dann in eine Junghundegruppe übergeht und Wir gehen demnächst mal vorbeischauen und gucken uns das an und sind uns aber ziemlich sicher, dass die uns sehr gut gefällt. Wir haben uns da verschiedene Schulen, also Hundeschulen, Vereine, dies, das, Ananas angeschaut und sind dann bei denen hängen geblieben und die haben sich in der Kommunikation schon mal richtig nett angehört und die Website sieht auch echt super aus.
Ein weiteres Hunde-Accessoire ist heute angekommen, und zwar ein Toppel. Keine Werbung, aber ich habe mich für den Toppel entschieden, beziehungsweise wir haben uns für den Toppel entschieden und nicht für einen Kong, den man ja so normalerweise überall sieht, weil ich das persönlich ganz spannend fand hier mit diesen Strukturen, die noch hier drin sind. Und ich glaube, da kann man ganz gut auch sowohl weiche als auch ein bisschen härtere Leckerchen und ein bisschen Joghurt und mal irgendwelche Früchte oder ein bisschen Gemüse oder so drin verstecken. Und wollte deswegen den hier zuerst haben und den hier in der Standardausstattung. Irgendwann kommt vielleicht dann auch mal noch ein Kong, aber jetzt momentan am Anfang habe ich mich irgendwie mit dem Toppel wohler gefühlt, und der ist angekommen und fühlt sich echt gut an. Ich habe schon richtig Bock darauf, Dinge mit dem zu machen und ihn zu füllen. Und noch ein anderes Enrichment-Spielzeug kennt ihr wahrscheinlich, eine Schleckmatte bzw. eine Schleckplatte, weil das ist hier Hartplastik, aber hier drin ist natürlich Silikon. Fand ich ziemlich gut, weil sie eben auch drei Strukturen hatte, und wer mich kennt, weiß, dass ich Schwabe bin. Und je mehr Funktionen ein so ein Item erfüllt, desto besser. Und deswegen haben wir jetzt hier diese 3-in-1-Schleckplatte und nicht 3 Schleckplatten mit unterschiedlichen Strukturen. Fand ich ganz nice, hat eine gute Größe, und auch darauf freue ich mich schon sehr. Hier ist ein weiteres Gadget für Grooty. Eine Flasche, wie ihr seht, aus Edelstahl. Und den Deckel, den kann man abschrauben. Ich zeige es euch mal kurz. Und dann ist das Napf crazy. Ne, fanden wir eigentlich ganz gut. Ist eine nice Qualität, muss ich sagen. Der Napf ist zwar ein bisschen klein und die Flasche, die fasst, glaube ich, auch nur 0,5. Aber wenn wir das auf Spaziergängen mitnehmen, dann können wir das ja auch unterwegs wieder auffüllen manchmal. Man will ja jetzt auch nicht gerade eine 1-Liter-Flasche irgendwie an seiner Gassi-Geh-Tasche rumbaumeln haben. Ich finde es ganz praktisch hier mit diesem Karabinerhaken. Wir haben so eine Art Bauchtasche, die wir zum Gassi-Gehen ausrüsten werden, wo dann Beutel reinkommen. Oder zum Beispiel auch das hier bei längeren Spaziergängen dran gemacht werden kann. Oder ein paar Leckerlis und so. Und genau. Das ist sehr praktisch dafür und passt natürlich super in unser Farbschema, wobei das jetzt nicht das entscheidende Kriterium war. Was wir auch noch für Groot haben, ist ein Name Tag. Ich kenne die Argumente, die gegen einen Name Tag sprechen, und habe mich darüber natürlich auch im Vorhinein informiert. Und wir haben uns gut überlegt, ob wir ihm einen Name Tag verpassen möchten, aber haben uns dann dazu entschieden, dass uns die Vorteile vom Name Tag wichtiger sind als der eine Nachteil, den es da gibt, nämlich, dass Leute, sollte er denn mal geklaut werden, worauf wir natürlich achten werden, dass es nicht passieren wird, dann wissen, wie er heißt und ihn mit Namen ansprechen können und es dann leichter haben. Dieses Risiko werden wir versuchen, so gering wie möglich zu halten. Unser Hund wird nicht vor irgendwelchen Läden alleine stehen gelassen werden oder sonst irgendwas, und dementsprechend ja, werden wir natürlich alles dafür tun, dass so ein Fall niemals eintritt, und deswegen darf unser Groot einen Nametag haben. Hinten drauf stehen natürlich auch unsere Telefonnummern und dass er mikrogechippt ist. Hier hinten dran haben wir schon die Tassomarke, wo er auch schon registriert ist, und dann kommt da natürlich auch noch seine Steuermarke dran, denn wir müssen ja auch noch Hundesteuer zahlen. Die melden wir jetzt auch demnächst an. Das hier ist eins der Bücher, das ich gelesen habe zum Thema Hundeerziehung und Welpenerziehung. Es lag jetzt hier gerade rum, deswegen dachte ich, ich zeige es euch auch noch. Keine bezahlte Werbung. Ich finde es an sich ganz nice, weil es so einen Trainingsplan drin hat, wo man von Woche zu Woche sich irgendwie entlanghangeln kann. Ich finde das super, um sich daran zu orientieren, was zuerst wichtig ist und was dann vielleicht zweitrangig wichtig ist. Aber man sollte sich auf jeden Fall darüber hinaus noch über Hundeerziehung und darüber, wie Hundeerziehung so funktioniert, informieren. So, wir haben jetzt fast alles noch zu Ende gekauft, was wir brauchen. Es fehlen jetzt wirklich nur noch ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel ein gescheiter Reiniger für den Boden oder auch einige Dinge, die wir eben so mal zu essen geben möchten, in Toppel rein oder als Topping fürs Essen, also zum Beispiel Blaubeeren oder so. Aber das kaufen wir ganz kurz vorher. Und ich zeige euch mal, was wir heute noch so besorgt haben. Also, wir haben hier unser Halsband. Das ist ein wirklich schönes blaues Halsband, was wir gefunden haben.
Fanden wir ganz schön, fanden wir ganz passend. Und das ist jetzt in der Größe, die er gerade hat und wächst aber bis zu 40 cm Halsumfang mit. Das heißt, es bleibt uns auch eine Weile erhalten. Dann haben wir hier noch eine Napfunterlage, die jetzt noch irgendwie staubig aussieht, aber das putzen wir dann noch weg. Da kommen unsere schon gezeigten Näpfe drauf. Wir haben Feuchttücher mit 99% Wasser. Damit werden wir natürlich nicht über sein Fell oder so geben, sondern die sind lediglich dazu da, mal wenn er wirklich dreckige Pfoten hat oder so oder irgendwas war, das dann damit abzuwischen. Aber ja, da wir darauf aufpassen möchten, den pH-Wert von der Haut vom Hund nicht zu schädigen, werden wir damit natürlich nicht wirklich auf die Haut vom Hund gehen oder auch nicht an die Augen oder so. Und dann haben wir hier noch einen Kaffeeholzkaustab gekauft, in einer relativ kleinen Größe, dass er den jetzt auch schon benutzen kann. Der wird jetzt demnächst zahnen, das heißt, irgendwas zum Kauen ist auf jeden Fall wichtig. Und wir haben eine Krallenschere, die wir jetzt noch nicht brauchen werden, aber irgendwann auf jeden Fall. Wir haben eine 10 Meter lange Schleppleine, für den Anfang dürfte das eigentlich passen, denke ich. Wir haben zweimal verschiedene Leckerlis, die wir ausprobieren werden, und die er dann mehr mag, werden wir vermutlich größtenteils für den Rückruf reservieren und die anderen dann für andere Übungen. Aber generell probieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Ich wollte auch mal selber welche noch machen, aber dafür habe ich noch keine Backmatte. Wir haben noch eine Zeckenzange und wir haben eine Zahncreme mit so einer Zahnbürste, die eine größere und eine kleinere Seite hat, damit wir die Zähne reinigen und einfach auch schon mal so ein bisschen trainieren können, dass er sich sowas auch später dann gefallen lässt, wenn er zum Beispiel mal beim Tierarzt ist und die Zähne angeguckt werden müssen. Genau. So, das war jetzt auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was uns noch fehlt oder ihr irgendwas besonders cool fandet, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr ein paar genauere Einblicke in mein Leben als Lernstudentin und später auch dann mit Hund haben möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich auch Luftliebelehramt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!